Hallo, herzlich willkommen. Und zwar bin ich mit dem Thomas. Hallo Thomas, herzlich willkommen beim Startup Breakfast. Danke. Stell dich kurz vor. Mein Name ist Thomas Riedel, ich bin ein Tech-Journalist aus Köln und im letzten Jahr war ich relativ umtriebig zum Thema Metaverse. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen wieder beruhigt, was ganz gut ist. Ruhe. Und dieses Jahr habe ich mir ein Thema genommen, was naja, auch ein bisschen sinnvoll ist, beziehungsweise was wirklich wichtig ist, sage ich immer so ganz gerne. Und wir zwar das Thema Green Tech. Green Tech, meine Damen und Herren. Und sag mal erstmal ganz kurz die Definition Green Tech. Für die Menschen, die da draußen, die es noch nicht so richtig wissen. Ja, Green Tech ist ein Mantelbegriff. So ein bisschen wie auch Metaverse ein Mantelbegriff ist für alles Mögliche, was man darunter fassen kann. Das heißt, das macht es so angenehm, darüber zu sprechen, weil es im Prinzip alles und nichts sein kann. Green Tech fasst eigentlich alles zusammen, was sich irgendwie mit diesem Nachhaltigkeitskomplex beschäftigt. Also da geht es darum, Startups zu machen oder Dinge zu tun, die uns helfen, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das kann total unterschiedlich sein. Das kann sein, dass du dafür einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schießt. Es kann sein, dass du den Meeresboden scannst. Es kann sein, dass du Warenströme effizienter machst, dass du Pakete besser ausliefern kannst. Da gibt es wirklich ganz arg unterschiedliche Bereiche, um irgendwie weniger Energie zu verbrauchen, CO2 zu sparen oder zu kompensieren und effizienter zu sein. Also das ist wirklich ein komplexes Ding. Und das habe ich mir angenommen dieses Jahr, weil gestern kam ein Bericht raus, und zwar hat der Deutsche Startups-Verband in Berlin den 5. Green Startup Monitor released. Der wird seit 5 Jahren veröffentlicht. Okay. Und in dem stand, dass jedes dritte Startup in Deutschland mittlerweile ein grünes Startup ist. Dazu muss man sagen, ich habe noch nicht genau reingelesen, was die jetzt damit meinen, aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen, dass das Thema Grün und damit auch Green Tech in Deutschland nicht einfach nur so ein kleines Nischenthema ist, sondern tatsächlich ein Drittel der Startup-GründerInnen da draußen beschäftigt. Und auch interessant, die Frauenquote bei Green Tech-Startups ist größer. Ja? Weil wir eben in die Zukunft denken, das liegt an der Natur von der Frau, von der Mutter sein. Und nachhaltig zu denken und so. Ja, entschuldige, ich wollte dich eben unterbrechen. Alles gut, genau. Frauen machen halt viel lieber sinnvolle Dinge als Männer, hat man so das Gefühl. Ist so. Und das ist gut so. Und deswegen brauchen wir auch wesentlich mehr weibliche oder auch nicht Cis-Männer, die was gründen. Weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Impact und ein bisschen mehr Sinn hinter der ganzen Geschichte. Die sind aber auch medial sehr, sehr affin, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich, ja, wo Männer dann sich irgendwie schämen, ja, ein Green Tech T-Shirt zu tragen oder sowas ähnliches. Aber das ist so beide weh. Ich hau mal ein paar Buzzwörter hier raus, ja? Bitte. IoT, Hardware, Backend, Frontend, Software, Apps, 5G, das sind so die Bereiche vom Green Tech. Okay? Jetzt will ich die alle nicht auseinandernehmen, aber wir kommen wieder zurück nach Köln. Was sind die populärsten Green Tech Startups jetzt hier in Köln? Gib mal ein paar Beispiele. Sehr gute Frage. Ich bin immer sehr schlecht da drin, dann wie aus der Pistole geschossen, die ganzen Startups zu sagen. Dafür bist du ja auch ein Kopfkino drin. Ja. Ich brauche jetzt meinen Spickzettel eigentlich, um das rauszuholen. Wir haben eines zum Beispiel, und zwar kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant was zum Mitnehmen haben wollt. Mir fällt leider nur der Name nicht dazu ein. Und zwar, das ist ein Beispiel, es soll ein Beispiel. Ein Beispiel. Und zwar kriegt ihr da so eine Schüssel und das ist kein Pfandsystem, sondern ihr leiht sozusagen von dem Restaurant diese Schüssel aus. Mhm. Und das ist eine Mehrwegschüssel und ihr könnt die überall dort einlösen, wo diese Schüssel wieder angenommen wird. Also jeder, der dieses Programm macht, mit V fängt das Startup an. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt es in die Kommentare. Genau. Ich bin leider sehr schlecht im Namen merken. Aber das Coole ist, jede Stunde werden in Deutschland mehrere Millionen Stücke Mehrwegzeug ausgegeben. Definitiv, ja. Und es ist natürlich unfassbarer Müllberg und es ist natürlich auch ein sehr hoher CO2-Fußabdruck, der da hinterlassen wird. Und Gott sei Dank hat der Regulator, also die deutsche Regierung, das mittlerweile erkannt, beziehungsweise die EU war das, und verboten, dass wir zum Beispiel Styroporbehälter haben oder überhaupt Einwegbehälter. Mhm. Und deswegen hat dieses Startup natürlich jetzt auch sozusagen
Fuß gefasst, kommt aus Köln und gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, auch in Österreich. Und ist eines der Top-Startups, die wir hier haben. Also es wird super. Aber GreenTech ist ja nicht nur ein Startup-Thema. Das hat auch die Bundesregierung auch definiert. Da gibt es ja auch eine Skala oder einen Score. Wenn man halt sich die letzten 50 Jahre mal anschaut, dann war es halt nicht so, dass Unternehmen gesagt haben, ja klar, wir wollen natürlich total nachhaltig sein und dass das eine Selbstverständlichkeit war, sondern die haben natürlich auch geguckt, dass sie besonders profitabel sind. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich immer mehr in eine Richtung gegangen sind, wo wir immer mehr verbraucht haben, wo wir immer mehr neues Material sozusagen abbauen mussten und immer mehr Energie brauchten, was natürlich dann zu der hohen Umweltbelastung führte und die natürlich zum Klimawandel geführt haben, vor dem wir jetzt gerade stehen. Und ja, das ist natürlich war eben keine Selbstverständlichkeit. Und leider ist es so, obwohl es mittlerweile so viele wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass es den Klimawandel gibt, welche Auswirkungen er hat, wie schnell wir eigentlich sein müssen, um den überhaupt noch einzufangen, um überhaupt noch auf 1,5 Grad zu kommen, ist es immer noch nicht so, dass Firmen sagen, ja, völlig klar, ich mache jetzt alles nur noch mit Biostrom, mit Ökostrom, sondern man muss die dahin treiben. Das heißt, es gibt da ein paar Regularien, wo das praktisch festgelegt wurde. Zum Beispiel gibt es gerade ein neues Gesetz, das Lieferkettengesetz, das in diesem Jahr gültig geworden ist. Und demnach müssen Unternehmen, die 3.000 Mitarbeiter haben, ab 3.000, demnächst soll es ab 1.000 Mitarbeiter sein, nachweisen und protokollieren, woher sie ihre Waren eigentlich bekommen. Das heißt, sie müssen die gesamte Lieferkette protokollieren. Und da geht es auch nicht nur darum, um Klima, sondern auch zum Beispiel, wie viel Kinderarbeit ist da eigentlich involviert, wenn ich meinen Schuh in Deutschland ausliefer. Ja? Wird da irgendwo in einem anderen Land vielleicht Kinderarbeit für genutzt? Oder aber auch, wie viel Energie wird verbraucht? Wie sehr wird in anderen Ländern zum Beispiel auch das Klima geschädigt? Weil, das ist so ein bisschen so der moderne Kolonialismus, wir haben hier natürlich total die tollen Produkte. Wenn die dann im Regal legen, dann sehen wir halt nicht, was die in anderen Ländern eigentlich alles kaputt gemacht haben. Und so braucht man sozusagen diese Regulierung vom Staat gezwungenermaßen, um letztendlich solche Produkte nachhaltiger zu machen. Und ich bin froh, meine Damen und Herren, dass ich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel hier hingekommen bin. Und das und so ein Beispiel könnte auch für dein Unternehmen erforderlich sein, weil ich kann das hier beweisen und somit habe ich einen Pluspunkt in meinem Score quasi für mein Unternehmen. Aber solche Sachen, wenn es auch ein bisschen klein klingt oder kindergartenmäßig klingt, in der Masse wird es doch eine Lawine erzeugen. Und wenn die da ist, was passiert dann? Guck mal ein bisschen in die Zukunft. Ja, also was wir jetzt sehen ist, dass es eigentlich nicht mehr geht, ohne dass wir unsere Erde sozusagen, dass unser Einfluss auf die Erde reduzieren. Ja, wir müssen schauen, dass wir den Einfluss, den wir ausüben, sehr viel kleiner machen, damit wir in Zukunft ein Klima haben, das einigermaßen akzeptabel ist, ja, wo wir dann auch nicht so viele Kosten haben. Und da entsteht gerade ein Markt. Wir sind hier auf einem Startup-Event, das heißt, es geht darum, natürlich schon auch Geld zu verdienen. Ja, ohne Kohle nichts los. Ja. Genau, und es geht auch darum, sozusagen auch zu wachsen. Aber die Frage ist, wie wachsen wir in Zukunft? Und da merken wir einfach, dass der Markt an nachhaltigen Ansätzen, an Produkte, die sozusagen nicht immer neues Material in den Kreislauf reinbringen, sondern eher dazu führen, dass der im Kreislauf bleibt. Solche Produkte sind gefragter wie nie. Und in Zukunft glaube ich schon, dass es sehr spannend sein wird, sowohl für Startup-GründerInnen als auch für InvestorInnen, dass sie sich den GreenTech-Bereich anschauen, weil das ist gerade ein Bereich, der von manchen noch belächelt wird, aber von anderen auch schon wieder als sehr gutes Potenzial erkannt wird, um dort zu investieren. Denn, und besonders für uns Deutschen ist es so, wir fragen uns immer auch so ein bisschen, ja, wo stehen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Welche Rolle spielen wir in der Welt? Richtig. Und die letzten 30, 50 Jahre haben wir halt immer in Silicon Valley geguckt. Mhm. Und jetzt könnten wir aber mal sagen, okay, ein Drittel aller Startup-Gründer in Deutschland sind schon bereits grün. Das heißt, das könnte vielleicht doch was sein, wo wir sagen, alles klar, Deutschland ist nicht nur technologisch Hightech, sondern auch technologisch Greentech. Und das wäre eigentlich eine super Geschichte für unsere Zukunft. Das war Thomas Riedel. Sein Kontakt ist da oben. Wenn ihr euch auch für das Thema interessiert, dann meldet euch beim Thomas. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss. Tschüss.